Willkommen zurück zu Bloodborne. Ja, wir waren beim letzten Mal unterwegs im Menzies-Albtraum und haben da versucht, Schweine zu erledigen. Am Ende bin ich am der Level-Grafik gescheitert. Es war eine doofe Situation, aber gut, kann passieren. Ja, und keine Ahnung. Vielleicht war es auch ein bisschen ungünstig von mir positioniert. Wir gehen aber auf jeden Fall da hoch und ich möchte dieses Mal auch da links runterspringen und gucken, was es da so gibt, was da auf uns wartet. Wird sicherlich auch was Interessantes sein. Vielleicht der Weg in ein völlig unentdecktes Gebiet. So. Auf geht's. Ja! Da-da-dum-dum-da-da-da-dum. Okay, die nächste Aufzugfahrt. Heil überstanden. So. Und willkommen zurück, liebe Freunde von Yahagul. Wir kennen uns ja. Ah ne, das waren die Schatten von Yharnam, die im verbotenen Wald gechillt haben. Zack, der erste ist schon weg. Der zweite spuckt Feuer. Und haut uns mit dem Schwert. Aber kein Problem. Kein Problem. 2500 Blutechos geben die uns. Das ist schon einiges. Bam! So, minimal Leben verloren und wir haben volle Blutfiolen. Heißt, drei Stück gehen ins Lager. So, und hier war dieses eine Schweinchen namens Babe. Ja, ich taufe es mal Babe. Das ist das einzige Schwein, was hier angenehm zu besiegen ist. Die anderen zwei sind ein bisschen assi. Oh, jetzt habe ich vier Schläge gebraucht. Weil ich einmal vergessen habe, den R2-Schlag aufzuladen. So, und hier ging es ja runter. So, und dann gehen wir jetzt auch runter. Oh Mann, das sieht ein bisschen giftig aus. Hier... Ach nee, hier waren wir gerade eben. Da oben haben wir ein Item eingesammelt. Also so gerade eben im Sinne von... Ja, okay, ich nehme das direkt im Anschluss auf. Gerade eben für euch wird es dann einen Tag schon her sein. So, drei weitere Blutsteinbrocken. Womit wir unsere Jägeraxt nochmal ausbauen werden. So. Ah, und hier ist doch sicher... Ah, haben wir hier eine Abkürzung gefunden, oder wie? Du bist doch der Kollege, der uns beim letzten Mal gekillt hat. Oder warst du das? Oh Mann. Boah, das war ein erbitterter Kampf. Mit positivem Ausgang für uns. Wieder sechs Blutfiolen gefarmt. Oh Mann, und da liegen meine Blutechos. Holy moly. 80.000. Und ich bin gerade gewillt, ganz kurz nochmal... Ja, komm. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Investieren das nochmal in zwei Level-Ups. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich 100.000 übersteige. Und dann, wir haben ja gesehen, es gibt einen sehr, sehr kurzen Weg dahin. Kommen wir da in 3-4 Minuten wieder hin? Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall nicht so lange dauern. Ich rufe hier schon mal den Aufzug. Also beim letzten Mal bin ich nochmal ins Hauptmenü gegangen. Und da kam der Aufzug nicht. Habt ihr ja gesehen zu Beginn der Folge. Der Aufzug ist einfach dann nicht da gewesen. Muss ich nochmal rufen. Na super. Wahrscheinlich, weil ich zu früh dann aufgehört habe. Ins Hauptmenü gegangen bin.
Gut. Kommen wir nochmal zu ihr. Guten Tag. Wir haben wieder 100.000 Blutechos gesammelt, seit wir letztes Mal bei dir waren. So, hier nochmal ein Level up. Ja, und der Rest bringt mittlerweile eigentlich so gut wie gar nichts. Moment. Vielleicht ein bisschen was noch von denen verwenden. Wie viel bringt ein Level, Level 11? Oh, da haben wir drei Stück von. 10.000. Wie viel brauchen wir für das nächste, Madame? 10.000 noch was. Okay. Gucken wir mal, was ist denn die nächst kleinere, beziehungsweise die kleinste Einheit erstmal. 9, da kriegen wir 5.000 und ich bin mir sicher, bei dem 10er kriegen wir 8.000. Tatsache. So, das reicht jetzt nochmal, um hier die Vitalität nochmal ein Level hochzubringen. Ich bin mir sicher, das ist kein idealer Bild, wenn man PvP spielen möchte, aber das ist auch nicht mein Ziel. Ich war noch nie der große PvP-Spieler in Bloodborne oder Dark Souls. Am meisten Spaß hat mir wirklich die Story gemacht. So, hier. 8 Blutsteinbrocken. Bam. Und jetzt bräuchten wir noch einen Blutbrocken für das Teil. Aber man sieht schon ein bisschen den Unterschied, wie das Scaling ist. Also auf der höchsten Stufe hätten wir hier 330 und bei der anderen Waffe haben wir gut 400. Ja, und das zeigt einfach, okay, vielleicht war die Jägeraxt am Anfang ungefähr gleich stark, aber irgendwann bist du einfach, ja, mit einer Waffe, die gut scaled, kilometerweit entfernt allen anderen Waffen gegenüber. Das war auch in Dark Souls so. Da hast du am Anfang, wenn man das Geheimnis wusste, dass Drake Sword sich erkämpft. Ja, obwohl erkämpft kann man das ja gar nicht nennen. Es war ein ganz, ganz schäbiger Trick, wie ich finde. Und hatte das dann und konnte damit dann recht lange, recht gut in dem Spiel aushalten. Und danach ging's mit anderen Waffen weiter. Ich habe mit einem Katana gespielt, was unheimlich stark war am Ende. Das Uchigatana. Und in Bloodborne 2 kann man, glaube ich, auch sinnvoll zwei Waffen sinnvoll verwenden. Also beidhändig dann. Und das ist auch immer wieder krass, wie Leute das in PvPs genutzt haben. In Demon's Souls war es, glaube ich, nur vom Style her ganz cool, dass man so zwei Waffen hat. Dann sprintet man aufeinander zu. Ja. Ich höre hier immer wieder Schritte. Ah, okay, das sind die, die hier runterfallen. Und ich denke mir dann immer, okay, du wirst jetzt gleich angegriffen, umgebracht. Deswegen drehe ich mich auch immer wieder hier um. Ja, im Moment kann uns da nicht so viel passieren. Wir haben nur 300 Blutechos dabei. Das ist gar nichts. So, ganz kurz, das Blei-Elixier tausche ich nochmal mit Feuerpapier. Verzauberungen finde ich dann doch ganz nett. So. Da sind wir. Hier die zwei Kollegen nochmal kurz begrüßen. Zurücklaufen. Ah, schade. Oh, nee. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Och, nee. Ah. Heilen. Oh, oh. Voll verhauen. Eieiei. Okay. Blutviolen, drei Stück erhalten. Und hier auch nochmal. Drei Stück insgesamt. Sehr gut. Ja, sauber. Ah, da ist die Flamme kurz erloschen. Oh nein. So, und hier oben ist Babe. Babe, der kleine
Racke. Ah, den muss ich auch gar nicht bekämpfen, ne? Ich kann ja einfach so hier runter. Und bin dann hier vorbei. Okay, hier sind jetzt zwei Stück. Daran erinnere ich mich noch exakt. Weil ich beim zweiten sehr überrascht war. Fast an dem gestorben wäre. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Kommt einer von euch jetzt hier rüber? Lasst uns spielen. Ah. Okay, komm her. Der eine mit seinen zwei Schwertern, mit seinen zwei Katanas soll rüberkommen. Er wartet da hinter der Wand. So. Ach komm, zu spät. Das Timing ein bisschen verpasst. Oder zu früh. Oder ich stand ein bisschen falsch. Auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht. Beide voll daneben gehauen. Puh. Aber am Ende kommen wir als strahlender Sieger raus. Und hier tummeln sich die ganzen Kerle nochmal. Und interessant finde ich auch, dass keiner hinterfragt, warum der Typ plötzlich mit Flammen wirft. Spontane Aggression. Könnte ein Grund sein. So, Quecksilberkugeln erhalten. Schön. Kommt her. Oh Mann, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Okay, der erste. Oh. So, der erste ist schon mal weg. Und der zweite. Auch. Wo ist der dritte? Ja, da ist noch einer. Dich hätte ich doch niemals vergessen, mein Kollege. Du holst zu lange aus, Mann. Du holst wirklich viel zu lange aus. So ein kleines Problemchen bei dir. Oh Mann. Ich würde echt jetzt gerne mal beim Endboss sein. Okay, und das ist krass. Das ist jetzt die Szene, die einiges erklärt, nämlich wurde dieser Frau ihr Kind entrissen und sie hat halt... Okay, hier ist nochmal eine von Josefkas Blutfiolen. Und sie ist halt... Oh, hier nochmal eine Abkürzung. Und sie hat halt das Kind verloren. Und das ist das Kind, was wir... Ich weiß nicht genau jetzt, wie die Story lautet, aber wie das Story-Wortlaut lautet. Oh, hier, das ist jetzt die nächste Abkürzung. Schön, wir können den ganzen Part skippen. Ich weiß nicht, wie das Story-Wortlaut lautet, aber wir müssen auf jeden Fall irgendwas mit dem Kind machen. Ob wir es jetzt retten müssen oder töten müssen. Ich meine, es war ja die ganze Zeit ersichtlich, weil das Baby geweint hat. Und jetzt geht es hier, glaube ich, zum nächsten Boss. So. Na. Ab auf den Aufzug. Und es ist immer so ein endloser Gang hin.
Und hier sieht man es schon. Oh Mann, diese ganzen Mikolasch-Leute hier. Zumindest haben die dieselben Käfige auf dem Kopf. Scheint wohl Mode zu sein. Und da hinten weint das Baby. So, und ich werde jetzt ein bisschen weniger kommentieren, sondern mich ein bisschen auf den Kampf konzentrieren. Oh Mann. Oh, verdammt. Okay. Oh nein. Oh. Die haut aber auch nur nach vorne. Oh oh. Au. Das muss ich ein bisschen relativieren. Boah, was zur Hölle? Eine zweite! Nein! Okay. What the hell? What the hell? Oh Mann. Okay. Oh, oh. Autsch. Oh Mann. Friss das. Und auch diese Glockenspielmusik im Hintergrund. Oh Mann, wo ist die denn? Oh, da. Was war das eigentlich mit der zweiten? Ah, ich will's gar nicht wissen. Oh oh. Nein, nicht schon wieder Nebel. Oh nein, das sind jetzt schon wieder zwei. Okay, im Nebel sind zwei. Oh nein, oh nein. Oh nein. Und die Kamera schwenkt auch immer wieder ein bisschen aus. Oh oh. Ey, ich hab grad sowas von keine Orientierung mehr. Oh Mann. Ich meine, ehrlich, wo ist die denn? Welche von beiden? Oh nein. Oh nein. Oh. Komm her.
komm her. Oh, oh. Ja, ja, ich hab sie. Oh. Oh. Okay, was ist jetzt? Ein Drittel einer Nabelschnur. Ja. Leider fehlt uns ein Drittel, als dass wir das alternative dritte Ende sehen könnten. 94.000 Blutechos. Wir machen nochmal die Lampe an. Und dann geht es beim nächsten Part weiter mit dem letzten Boss von Bloodborne. Und der Part kommt dann nach diesem ein oder zwei Tage wahrscheinlich später. Ja, herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das war eine krasse Folge. Bis zum nächsten Part.